eine Pumpe bauen. Bald kann das jeder, sagt der Verein Green Desert, also übersetzt grüne Wüste, aus Hannover. Die Idee war nämlich, dass sich selbst in Afrika möglichst jeder eine Wasserpumpe zum Beispiel bauen kann. Nicht teuer, nicht kompliziert, ohne dass man Strom braucht. Zwischen all dem Basteln und Tüfteln in Hannover, der Prototyp entsteht hier nämlich gerade, hat Sebastian Gorske erfahren, wie das Ganze funktionieren soll. Wenn ich mir das nicht schon angucke, komm mal hierher, guck dir das mal an. Da braucht kein Winkel, dass das nicht rechtwinklig ist. Noch ein ganz schönes Stück, drück dir mal. In die Richtung, oben. Weiter. Und jetzt den anderen eigentlich auch noch. Was hier noch etwas Probleme bereitet, soll in wenigen Tagen der Turm für die 10 Meter große Windkraftpumpe werden. Die Herausforderung, so eine ist bisher noch nicht gebaut worden. Es ist ein Prototyp. Und die meisten, die sie hier zusammenbauen, machen sowas zum ersten Mal. Das ist ein ganz bunt gemischtes Team eigentlich von... Ich selber bin Geografin von Haus aus, eher von den Naturwissenschaften. Dann sind Maschinenbauer dabei, aber auch Sozialwissenschaftler zum Beispiel. Ich bin auch Geograf. Ah, du bist auch Geograf, schön. Aber genau, so alles durch die Bank weg eigentlich. Und das macht eigentlich so das Team aus. Ihr Ziel aus einem komplizierten Konstruktionsplan soll eine einfache Bauanleitung werden, auch für technisch weniger versierte Menschen. Simpel, aber auch die Pumpe an sich. Sie braucht keine Wartung, kaum Ersatzteile, lange Lebensdauer garantiert. Das ist halt Expertenwissen. Das können nur ein ganz kleiner Kreis an Menschen auf diesem Planeten lesen. Und deshalb bauen wir das hier halt mit diesen Experten zusammen, um das dann halt so runterbrechen zu können, dass Mensch überall auf der Welt das verstehen kann. Für das Projekt von Green Desert e.V. sind 15 Erfinder, Bastler und auch Experten aus ganz Deutschland nach Seelze gekommen, in die Werkstätten für geistig Behinderte der Lebenshilfe. Hier bekommen sie Material, Werkzeuge und auch Maschinen. Und auch sonst wollen sie sich nicht komplett auf ihren Laienverstand verlassen und haben sich professionelle Hilfe von der Hochschule Bremen geholt. Jetzt haben wir für Green Desert dann eine sehr fähige Studentin angesetzt, die dann ihre Examensarbeit gemacht hat. Und das ist das Ergebnis der Examensarbeit, die Konstruktion dieser gesamten Windenergieanlage. Doch bis die Windkraftpumpe so wie hier im Modell aussieht, muss noch einiges passieren. So, jetzt ziehen wir die Schrauben natürlich alle. Jo, ich halt das hier mal. Wir ziehen die Schrauben nur erstmal handfest an, ne? Ja, aber das sieht doch gut aus. Ja. Mit Windkraft kann dann Wasser aus 10 Metern Tiefe nach oben befördert werden. Ist der Prototyp fertig und die Bauanleitung geschrieben, können sich damit beispielsweise Menschen in Gambia ihre eigene Windkraftpumpe bauen. Hier hat der Verein Green Desert e.V. bereits seit 2010 mit seinen Erfindungen geholfen. Beispielsweise haben sie einen Solarofen gebaut, mit dem Obst getrocknet und haltbar gemacht werden kann. Oder auch beim Kultivieren von Heilpflanzen geholfen. Das Einzige, was er vielleicht auch meinte, ist, während ich das jetzt schweiße, kann sich das schon verziehen. Ob die Windkraftpumpe für jedermann tatsächlich funktioniert, muss erst noch von freiwilligen Testern ausprobiert werden. Läuft alles glatt, kann in ein paar Monaten die Do-it-yourself-Bauanleitung im Internet heruntergeladen werden.